Ich begrüße euch zu einem kleinen Special. Ich melde mich mal hier aus meiner Quarantäne heraus, nicht mit einer Führerstandsmitfahrt, sondern mit einem, ja, heute etwas anderen Video aufgrund eines Engine-Befehls, den der liebe Fabian herausgefunden hat. Ist es möglich, am PC zumindest die Kamera etwas oder deutlich höher zu treiben als sonst? Und ich dachte mir, ja, wenn ich euch schon jetzt gerade keine aktuellen neuen Führerstandsmitfahrten liefern kann, dann kann ich euch wenigstens mal hier die Hauptbahnhöfe aus der Vogelperspektive zeigen. Heute geht es um deutsche Hauptbahnhöfe, um wirklich die großen Gleisanlagen. Und wir stehen hier gerade, wie unschwer zu erkennen ist, in Dresden Hauptbahnhof, beziehungsweise wir stehen da nicht und fliegen. Gucken hier diesem Intercity bei der Einfahrt zu und schauen uns mal den Bahnhof an. Der Bahnhof sieht ein bisschen komisch aus, ehrlicherweise von oben ist mir aufgefallen, aber das liegt auch daran, dass ich glaube, es recht schwer ist, die Deckentextur von Dresden Hauptbahnhof im TSW gescheit nachzubilden. Naja, FPS-technisch ist das natürlich so weit oben ganz, ganz schlimm, weil man sehr, sehr viel Gleis sieht. Dafür ist das Spiel halt definitiv nicht ausgelegt und das merkt man, selbst wenn man einen vergleichsweise guten PC hat. Ja, auf jeden Fall, das hier ist Dresden Hauptbahnhof. Wir sehen das Treiben der Züge, wie hier nach und nach die Züge ein- und ausfahren. Da vorne ein Dosto, der gerade einfährt. Hier der Intercity, der gerade hält. Ja, und ich würde sagen, wir fliegen mal als nächstes da vorne rüber und gucken uns mal die Altstadt an. Und hier ist sie auch schon, die angedeutete Dresdner Altstadt. Natürlich sieht man die normalerweise nur aus der Ferne, deshalb ist das alles hier recht kahl bebaut. Das ist gar keine Frage, aber man kann es definitiv erkennen. Ich glaube, das ist die Frauenkirche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber es kann sein, dass ich mich da auch vielleicht verschätze mit dem Namen. Aber auf jeden Fall, ich glaube, ich war zwar noch nie in Dresden, aber ich glaube, jemand, der aus Dresden ist, würde es zumindest erkennen. Auch wenn es mich wundert, dass auf dieser Seite des Ufers nahezu ja nicht mal ein einziges Gebäude steht, aber vielleicht ist das auch tatsächlich so oder war es zumindest zu dem Zeitpunkt, als die Strecke erbaut wurde. Apropos Strecke, wir sind auch gerade schon wieder hier bei der Strecke angekommen. Und ja, hier geht es dann über diese recht berühmte Brücke und da vorne ist Dresden Neustadt. Und dann würde ich sagen, fliegen wir mal dahin und gucken uns mal in aller Ruhe Dresden Neustadt von oben an. Ein wirklich auch wunderschöner Bahnhof. Sieht so ein bisschen aus wie Dresden Hauptbahnhof, nur in klein. Oder in, ja, klein ist vielleicht der falsche Begriff, aber zumindest in etwas kleiner. Und ich finde, das hat definitiv was. Also man darf natürlich nicht allzu genau auf die Umgebung gucken. Darum geht es gar nicht so sehr. Es geht ja darum, dass man die Züge fährt und die direkte Streckengestaltung drumherum einfach passend ist. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Oder? Was sagt ihr? Wir können mal hier den RE beobachten, wie der, oder die S-Bahn, wie die hier in den Bahnhof einfährt. Natürlich hören wir das alles nicht, weil das ja ewig weit weg ist. Da zwitschert gerade ein Güterzug durch. Schön, oder? So kann man doch auch mal die, ja, die Schönheit vom TSW doch mal begutachten. Natürlich bleiben wir nicht auf der Strecke Dresden-Riesa, sondern werden uns auch noch andere Bahnhöfe angucken. Und der Güterzug, der fährt jetzt gerade Richtung Dresden Hauptbahnhof durch, einmal über die Brücke. Herrlich, oder? Ganz, ganz herrlich. Machen wir noch einen Screenshot hier. Das sieht doch schön aus. Dann geht es hier mit dem Streckenverlauf weiter in Richtung Riesa. Das ist dann die Strecke, die hier nach links abzweigt. Hier vorne können wir noch den ICE einmal hier aus unserer Drohne heraus abfilmen, wie der sich hier entlang schlängelt und vermutlich als nächstes erst den Dresden Hauptbahnhof hält. Und die Strecke geht in Richtung, weiß das jemand? Bestimmt weiß das jemand.
Wohin geht diese Strecke? Vielleicht in Richtung Leipzig? Ich weiß es nicht. Falls es jemand weiß, gerne raus damit. Oder ist das in Richtung Chemnitz? Ist das die Dresden-Chemnitz-Strecke? Das ist möglich, ne? Falls es jemand gerade mit Gewissheit weiß, sehr gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, schönes Bild. Tja, und wo wir doch schon mal in Ostdeutschland sind, dachte ich, können wir auch mal direkt den Sprung wagen in Richtung Chemnitz, beziehungsweise hovern wir gerade über den Chemnitzer Hauptbahnhof. Und ich finde, der macht ordentlich eine schöne Form von oben. Ich glaube, das sind hier so spiegelnde Oberflächen, deshalb sieht auch das so ein bisschen, oder so halbdurchlässige Oberflächen, ne? Deshalb sieht das auch so ein bisschen ungeordnet aus. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so fern der Realität. Also Chemnitz Hauptbahnhof. Ja, auch hier eine recht große, schöne Gleisanlage. Hier kann man gut nachvollziehen, wie dann die Gleise langsam zusammengeführt werden. Und dann ist es hier erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 gleisig. Genau, und dann geht es da weiter in Richtung Dresden. Hier haben wir noch irgend so ein, ja, recht großes Landmark, würde ich jetzt mal behaupten. Schön, dass das mit drin ist. Und fliegen wir mal auf die andere Seite vom Chemnitzer Hauptbahnhof. Legen wir einmal den Turbo ein. Hier unten sehen wir den Verlauf noch der Stadtbahn. Der ist so ein bisschen hier angedeutet. Hier sehen wir die Gleise, wie die hier rauskommen. Dann hier rechts in die Kurve. Und dann geht es dann nach links weiter und nach rechts weiter. Und da rechts werden auch übrigens, ups, die Gleise wieder zurückgeführt in den Chemnitzer Hauptbahnhof. Also auch wirklich schön gemacht. Schön gemacht. Auch von dieser Seite aus finde ich, das sieht ganz hübsch aus. Hier vorne, das ist, denke ich mal, die Bahnhofshalle. Bestimmt verschiedenste Einkaufsmöglichkeiten, die ganzen Ticketschalter, falls es sie noch gibt. Ticketschalter sind ja gar nicht mehr so üblich, leider. Also von Menschen bediente Ticketschalter. Ja, also auch das würde ich sagen: Chemnitzer Hauptbahnhof, check, sieht gut aus. Hat sich definitiv gelohnt, hier mal in die Höhe zu fliegen und sich das mal genauer anzugucken, oder? Was sagt ihr dazu? Hamburg, meine Perle, so oder so ähnlich, hört und liest man es häufiger, wenn man über diese Stadt redet. Hamburg Hauptbahnhof, ein wirklich wunderschöner Palast der Eisenbahn, wie ich finde. Ein, ja, fast schon Steampunk-mäßig aussehender Hauptbahnhof, zumindest von innen, von außen, aber auch definitiv sehr prunkvoll. Natürlich sind die Außengebäude allesamt nicht ganz so detailliert nachgebildet. Normalerweise kommt man ja auch nicht in diese Gefilde hinaus. Das ist ganz klar. Hier können wir noch in den Bahnhof hineinlunsen. Also auch nicht schlecht. Und ja, also man erkennt es. Ich war definitiv, also ich war schon das ein oder andere Mal in Hamburg und man kann es definitiv erkennen. Das ist Hamburg Hauptbahnhof, ganz klar. Auch wenn es, wie gesagt, von den Eingängen nicht zu 100% ideal passt. Aber es passt auf jeden Fall weitestgehend ganz gut. Ich glaube, hier vorne sind keine Parkplätze in Realität, ne? Also eine wirklich architektonisch wirklich sehr, sehr schön gelungene Leistung. Von sowohl in der Realität als auch im TSW, oder? Hier vorne geht es dann, ja, in welche Richtung geht es dann hier lang? Ich überlege gerade. Nee, sagt mir nichts. Wobei, das müsste ja eigentlich hier die Binnenalster sein, ne? Normalerweise ist dann hier praktisch die Promenade. Hier kann man dann praktisch entlanglaufen. Und ich war schon mal irgendwo dann hier auf dieser Seite der Promenade, die natürlich in Realität ganz anders aussieht, gar keine Frage. Und dann kann man hier eigentlich ganz gute Fotos machen, wie dann hier auf dieser Brücke die Züge vorbeifahren. Das funktioniert meistens ganz gut. Sieht auch eigentlich ganz hübsch aus, sofern man das richtige Objektiv hat. Ja, aber hier auch so aus der Perspektive kann man definitiv ein paar wirklich schöne Eindrücke gewinnen vom Hamburger Hauptbahnhof. Also gerade von hier so etwas weiter unten, so von der Seite, finde ich. Aber Screenshots ist das definitiv wert. Wir fliegen mal auf die andere Seite rüber. Hier auf dieser Seite des Bahnhofs waren wir auch nicht, genau. Auch hier sieht es wirklich sehr, sehr schön aus.
hier die Vorhalle ganz gut nachgebildet. Hier vorne ist irgendwo die Lounge der Deutschen Bahn. Da saß ich auch schon mal drin. Aber gut, ob dieses kleine Gebäude hier vorne realitätsgetreu ist, weiß ich nicht. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, es gesehen zu haben. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Hier vorne haben wir noch die S-Bahnen. Die fahren dann in Richtung Lübeck hier auf den Gleisen. Beziehungsweise die Regionalexpresszüge, auch die Hamburger S-Bahn hier an den Bahnsteigen rechts. Und die Gleise in diese Richtung, das sind die in Richtung Hannover, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wirklich wahnsinnig schön, wahnsinnig gut gelungen. Hamburger Hauptbahnhof, check. Und wenn wir schon hier im Norden sind, dann kann selbstverständlich auch der Lübecker Hauptbahnhof nicht fehlen. Auch der hat definitiv was. Ich kann nicht sagen, wie realistisch es von außen ist, das Modell. Ich war nämlich noch nie in Lübeck, leider. Aber ich habe gehört, man sollte definitiv mal nach Lübeck, weil das doch eine sehr schöne Stadt ist, eine sehr ansehnliche Stadt ist. Und natürlich sieht das Ganze auch immer ein bisschen anders aus, je nachdem, ob es dunkel oder hell ist. Gerade draußen, aber ich finde vor allen Dingen, wenn man jetzt hier so die Stadtkulisse im Hintergrund hat, die Lübecker Stadtkulisse ist überraschend gut und dicht ausgebaut, zumindest in diese Richtung. Ich finde das wahnsinnig faszinierend, das habe ich nicht so erwartet, als ich jetzt gerade hier mal so selbst hochgeflogen bin und auch in die Richtung recht dicht besiedelt, recht dicht bebaut für TSW-Verhältnisse. Also wir haben das jetzt schon bei anderen Hauptbahnhöfen gesehen, da war es schon ein bisschen weniger dicht besiedelt, zumindest in der direkten Nähe. Da muss ich wirklich sagen, Hut ab, das ist nicht schlecht gemacht. Hier geht es dann weiter hoch in Richtung, ja, weiter in Richtung Norden. Hier steht auch irgendwo eine berühmte Kirche. Ne? Lübeck hat auch so eine ganz berühmte hohe Kirche. Irgendwo in dieser Richtung, aber die ist nicht mal angedeutet, oder? Ich guck gerade. Na, die ist das definitiv nicht. Die ist nicht so nah am Hauptbahnhof. Na gut, dann ist das halt so. Aber Lübeck Hauptbahnhof. Auch hier schön die Bahnhofshalle hier vorne. Der Durchgang. Die Züge, die da stehen. Der Intercity da in Sandwich. Traktion. Ja. Kann man schon so sagen. Das kann einem gefallen. Ich weiß, es wird hier immer mehr zu einer Lobestirade, aber was soll ich machen? Das gefällt mir einfach. Ich werde ja nicht dazu gezwungen, dieses Lob zu vergeben. Ich mache es, weil es mir gefällt. So ist das halt. Huch, da waren wir doch schon gerade. Warum sind wir denn schon wieder hier in Dresden gelandet mit diesem etwas komisch aussehenden weißen Dach? Das hatte einen ganz bestimmten Grund. Mir ist nämlich noch der Einfall gekommen, dass der Dresden-Riesa eine recht schöne Beleuchtung bei Nacht hat. Daher dachte ich, können wir uns das jetzt einmal hier ganz kurz nochmal bei Tag angucken. Und jetzt machen wir mal die Lichter aus und gucken, wie es in der Nacht aussieht. Und ich finde, das hat doch was, oder? So bei der nächtlichen Beleuchtung hier auf Dresden-Riesa, da ist ja sowieso die Beleuchtung bei Nacht. Ist ja ganz faszinierend gut gemacht. Also, Leute, guckt euch das an. Ist das nicht herrlich? Ich habe jetzt mal für einen Moment mal nichts gesagt, einfach weil man sich mal dieses Bild in Ruhe angucken sollte. Ich kann auch mal hier Richtung Altstadt rüber schwenken. Junge, 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 ist das nicht herrlich? Ups. Also, ich muss schon wirklich sagen, Dresden-Riesa bei Nacht lohnt sich definitiv auch, da nochmal ein zweites Mal drüber zu gucken. Aber gut, kehren wir wieder zum Tag zurück. Aber dieses Mal aus München. Wir stehen hier gerade im München Hauptbahnhof, der leider unrealistisch leer ist. Ihr kennt das Problem im TSW mit München.
Aber die Gleisanlage an sich sieht schon sehr, sehr schön aus. Ich traue mich aber ehrlich gesagt fast gar nicht, mich mit der Kamera umzudrehen, denn da sind noch viel mehr Gleise und gefühlt, ja, könnte das Ende dieser Aufnahmesession werden, wenn das Spiel jetzt abschmiert. Aber ich mache es jetzt einfach mal, während wir uns hier nochmal den Blick gönnen. Natürlich fehlen hier ordentlich viele Wahrzeichen. Man merkt auch, vergleicht das jetzt mal mit dem, was wir in Lübeck gesehen haben. Hier haben wir halt diese interessant eingezogene Baumgrenze, so im Sinne von da ist die Szenerie dann begrenzt. Tja, und hier sind wir jetzt praktisch an der Münchner Hackerbrücke. Hier dieses recht berühmte Stellwerk von München. Da die S-Bahnen, die Autos drüber. Und da geht es dann weiter in Richtung Augsburg und alle möglichen anderen Strecken, die ja auch in die Richtung abzweigen. Ist ja klar, ist ja ein Kopfbahnhof. Insofern geht es ja in Richtung aller Strecken in diese Richtung, wenn man so möchte. Ne? Aber auch hier Wahnsinn, wahnsinnig viele Gleise hier verbaut sind. Aber wie schade, dass nur ein einziger trauriger ICE hier vorne wartet, bis er irgendwann auch mal seinen Auftritt bekommt. Aber den bekommst du nicht in diesem Video. Denn es geht heute um die Bahnhöfe und nicht oder nicht nur um die Züge, obwohl natürlich Züge obligatorischerweise zum Bild eines Bahnhofs dazugehören. Augsburg habe ich jetzt einfach mal übersprungen, denn wem fehlt schon Augsburg? Stattdessen sind wir hier schon in Nordrhein-Westfalen gelandet, in Köln genauer gesagt. Ihr werdet es sowieso schon alle erkannt haben, hier an diesem recht großen und realistisch aussehenden Landmark. Ja, welches? Köln Hauptbahnhof, der Kölner Dom oder die Hohenzollernbrücke? Oder hier natürlich die, na, wie heißt denn dieser Veranstaltungs... Die Lanxess Arena. Die Lanxess Arena, genau. Irgendwo da, das ist auch, glaube ich, das Messegelände, ne? Das da auch hier vorne zu sehen ist. Ja, aber natürlich geht es hauptsächlich hier um den Hauptbahnhof, der wirklich grandios gut aussieht. Das Ganze in Kombination mit dem Kölner Dom. Den wir zu sehen bekommen. Hier noch die S-Bahn KI fährt hier über die Hohenzollernbrücke in Richtung Köln Messe Deutz. Hier vorne ist natürlich auch ordentlich was los. Das gucken wir uns auch definitiv mal an. Von hier oben, fast schon hier auf Flugzeughöhe, fast schon auf Reisehöhe. Okay, nicht ganz, aber da haben wir einen Regionalexpress, eine 185, die da rumsteht, eine 423, die da vor sich langtuckert. Und wir gucken uns auf jeden Fall mal hier vorne. Da fliegen wir jetzt einmal ein bisschen schneller rüber. Da gucken wir uns mal hier die Abstellung an und dann sehen wir schon, wie die ganzen Fahrzeuge nachladen. Nämlich die ganzen abgestellten, im New Journeys-Paket abgestellten Personenwagen, vor allen Dingen die Intercity-Wagen, und das finde ich wirklich faszinierend gut gemacht. Also das muss ich wirklich sagen, nicht hingucken. So, jetzt geht's wieder. Das war das Problem mit der Bewegungsunschärfe. Die ist mal so ein bisschen komisch, hier von ganz weit oben. Also die Gleisanlage. Wow, oh, jetzt sind wir auf einmal wieder im blauen Nebel der Wolken drin. Hier wahnsinnig viel hier abgestellt ist. Die ganzen 101er, die da rumstehen. Eine 363 sehe ich da. Noch mehr Intercity-Wagen. Hier haben wir noch irgendwas. Oh, guck mal, tatsächlich sogar Güterwagen. Ja, und das hier ist die Strecke in Richtung Koblenz. Und das hier ist dann die bekannte Strecke in Richtung Aachen. Und das hier sind die Gleise in Richtung, weiß ich gar nicht, Richtung Krefeld, in Richtung Neuss, so. Also in die Richtung geht es dann auf jeden Fall. Sieht das schön aus. In die Richtung geht es dann halt auf jeden Fall auch so ins Ruhrgebiet hoch.
Und in genau dem sind wir jetzt, nämlich in Duisburg Hauptbahnhof, genauer gesagt. Und der sieht tatsächlich, wenn man weit genug entfernt ist von Duisburg Hauptbahnhof, sieht der sogar gar nicht mal so schlecht aus. Man darf halt nur nicht näher ran. Eigentlich ist das die einzige Perspektive, aus der man den Duisburger Hauptbahnhof betrachten dürfte. Hier noch den Fernsehturm von Duisburg. Da geht es dann in Richtung Innenstadt, die natürlich auch hier durch diese seltsame Baumgrenze abgetrennt ist. Schon wieder. Ja, interessant. Hier vorne die ganzen Abstellgleise. Das Betriebswerk von. Ja, ich glaube, früher war das tatsächlich noch von Abellio, das Betriebswerk hier links, das wir zwischen den Gleisen sehen können. Und das hier war mal ein Güterschuppen. Alter Güterbahnhof, der ist aber schon seit längerem nicht mehr in Betrieb und hier ist eigentlich alles verwittert. Das sind die Gleise, die dann Richtung Köln weitergehen oder erstmal halt Richtung Düsseldorf und hier rechts, das sind die Gleise in Richtung Krefeld. Und hier in die Richtung geht's dann Richtung Essen. Und auch da machen wir einen kurzen Halt. Hier in Essen Hauptbahnhof auch recht große Gleisanlage, ziemlich viele Bahnsteige. Hier vorne die S-Bahn-Abstellung. Da vorne die, da kann man auch, fahren wir immer dran vorbei. Und ja, also der Essener Hauptbahnhof sieht jetzt nicht so faszinierend von oben aus, muss ich sagen. Die Innenstadt ist auch nur minimal von Landmarks geprägt. Hier ist einer der Landmarks. Ansonsten fehlt halt einfach unglaublich viel. In dieser Richtung fehlt auch sehr, sehr viel leider. Aber so ist das halt. Aber ich wollte euch auch mal Essen Hauptbahnhof nicht vorenthalten. Ehrlicherweise wollte ich es mir einfach selbst noch angucken. Und ja. Okay, ich weiß, das ist auch schon nicht mehr Deutschland. Das ist die Schweiz. Das ist Luzern. Aber das wollte ich euch nicht vorenthalten, weil es ist ja irgendwie so in der Art schon ja noch deutsch, also zumindest deutschsprachig. Von daher dachte ich, nehme ich das auch noch mit auf. Sind ja in diesem Sinne bekannte Infrastrukturen, auch wenn sie natürlich in der Schweiz deutlich besser ausgebaut sind als in Deutschland. Das ist gar keine Frage. Hier vorne das Stellwerk. Da geht es dann in Richtung des Berges, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Das hier sind die Gleise, die in Richtung Sursee dann, beziehungsweise Olten dann weiterführen. Und auch diesen Bahnhof, den finde ich vom Modell her wirklich schön gelungen. Da, Hut ab, Rivet Games, sehr, sehr viel Gleis verbaut. Das ist sicherlich gar nicht mal so einfach, das so zu programmieren, dass da jetzt nicht die PS4-Konsolen in die Luft fliegen bei so vielen Gleisen, die berechnet werden müssen. Also nicht schlecht. Und ne, wo war denn das eine Landmark hier? Ist das ein Schloss? Ich glaube, das ist so eine Art Schloss. Da fliegen wir jetzt auch mal ganz kurz hin. Das finde ich nämlich auch ganz schön gelungen, hier direkt neben der Strecke. Gütsch. Gütsch oder Gutsch? Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Sieht aber auch ganz hübsch aus. Hier so oben über die Stadt thronend. Dieses Türmchen hat ein bisschen was von einem Minarett, findet ihr nicht? Was ist das denn für eine Spitze hier? Naja, ist ja auch egal. Aber ein schöner Blick, den man von hier oben hat. Ganz klar. Vor allem den kann man Gleise sehen. Das ist doch das Wichtigste, oder? Und da geht es dann weiter in Richtung bekannter Strecke. Gut, das war mal ein kleines Special der etwas anderen Art. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben in Deutschland angefangen und aus der Schweiz verabschiede ich mich. Ich danke euch fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.